Könnt ihr mir sagen, was da drinnen ist, in dieser Matratze? Da drin? Da ist das Modell robust. Aha. Und was ist da drinnen? Da drin? Ja, Kaibi, was ist in dieser Matratze da? 3 Lagen Schaumstoffkomponenten. Das Modell verfügt über eine 3-Lage Schaumstoffkomponente. Quer verstreckt. Also synthetisch, oder? Herr Kirby. Naturfasern. Nein, das ist Naturfasern. Kann man das so automatisch verstellen? Da hinten, Modell Flamingo. Da werde ich da hinten. Unser Modell Flamingo. Merci für die Auskunft. Bitte, ist gern geschehen. Iseli. Grüezi, Frau Iseli. Habe ich Problem, du. Bin jetzt digital, weißt du? Aber habe ich so viel Druckkiste, dass ich nicht mehr wüsste, wo drucke. Hallo? Frau Schrupatelli? Nein, die ist falsch. Frau Schrupatelli? Kannst du nicht schauen, du? Es tut mir leid, Frau Schrupatelli. Ich bin hier gerade in einem Möbelladen wegen einem neuen Bett, weil ich es doch ein bisschen rütteln kann. Aber irgendwie gibt es da auch ein bisschen Probleme. Nein, das ist falsch! Nein! Hallo? Bist du noch da, Frau Isil? Also, Frau. Schrupatelli, Leute, zurück! Sisi! Ciao, Frau Iseli! شكل آخر من زواج المتعة اللي أنا أسألكم شنو زواج المسيار؟ Marlies, jetzt nun der Fahne. Digital TV Center Kundenberatung, wärst du im Moment bitte? Das ist doch. Hallo? Ist jemand da? Schweizerische Nationalbank. Die funktioniert denn da nicht mehr? Hallo! Ah. Bist du hot, die Leine? Hören Sie, ich habe folgendes Problem. Mir hat das Beratertool gecancelt und beim Restart bin ich auf der Nationalbankseite gelandet. Soll ich jetzt eine Remote frisch boosten oder wegspeisen? Problem ist mit den Drucken. Ja, ich drucke ja schon, aber ich weiß nicht wo. Was passiert, wenn oben drucke? Oben sagen Sie im Moment. Thank you.
das glaube ich ja nicht. Was ist? Jetzt haben wir gerade den Gold verkauft. Drucke! Drucke! Da drucke! Moment. Dreimal sagen sie. Shit! Nochmal 3 Tonnen Gold weg. Mach doch etwas, Bertschi. Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Ich habe nur gerade meiner Frau ein Mail geschickt, weil sie ein Problem mit dem Computer hatte. Und nachher, als ich sie nachher verlinkt habe. Ich bin immer noch auf der Nationalbank seit. Was meinen Sie, soll ich noch mal drucken? Was du mich fragst? Porca miseria, ich die frage. Du bist eine gute Beratung, oder? Ciao. Sie dumme Gegner, das. So, fertig. Basta! Hallo? Sind Sie nicht mehr da? Ach, ich druck doch noch mal. Nützt nicht so Schatz. Die Schweizer Nationalbank wirft massenhaft Gold auf den Markt. Bertschi? Dann wissen Sie, was wir nicht wissen. Wir verkaufen auch sofort. Ich druck einfach noch mal. Marilis! Ciao! Oh, ich druck einfach nur. Oh. Ich druck und druck und druck und es passiert nichts. Was? Nein, verkaufen habe ich gesagt. Verkaufen habe ich gesagt. Ja. Der Börse zu verhindern, hat sie noch vor Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten versprochen, zusätzliches... Was du schaust? Börse sind weltweit zusammengebrochen und das Bankensystem kollabiert. Man vermutet eine terroristische Computerattacke. Den Dollar im freien Fall und wir sehen auf der anderen Seite die Energiepreise, die Ölpreise im freien Fall. Adjutant den Schletti! Aber warum sitzen Sie da? Dunkel. Die wissen mehr Rutz. Das Licht ist an einen Bewegungsmelder gekoppelt. So spart man Strom. Aha. Ist der Krisenstab überrufen? Jawohl, die wissen mehr Rutz. Ich habe da schon das Verfahrensprotokoll. Aha. Adjutant den Schlitten. Die wissen er rot. Ich schlage vor, ich tue mich da nichts bewegen. Halte das Licht am Köcheln. Und Sie lassen mir den Protokoll vor. Jawohl, die wissen er rot. Verfahrensprotokoll bei terroristischer Bedrohung. Passus 1. Der Bedrohungsgrad wird vom Armeestab in den Stufen grün bis rot signalisiert. Na, sind wir bei Phase grün. Ich glaube nicht, dass sich der Anschlag auf den internationalen Finanzplatz noch auswirken wird.
So. Und bei Ihnen ist alles in der Ordnung? Mit der Zeit, ja. Bitte vielleicht der Herr Kreienbühl. Habt ihr noch eine Toilette, wo ich mich wieder ein bisschen aufpeppen könnte? Ja. Unten, gerade beim Eingang. Da werden die Hunde. Gerade bei mir. Ja. Herr Kreienbühl. Kurze Strecke. Ich habe da gesehen, wie viel. Pronto! So, Frau Schruppatelli, da wäre ich wieder. Habt ihr euer Problem können lösen? Si, wenn ich einfach zurückbringen müsste, weisst du? Das ist ja gut. Hey, Telefani, gell, der Technik-Gugu, es geht ihm nämlich langsam auf die Nerven. Sicher. Muss ich gehen? Kommt der Bus! Ciao, Frau Iseli! Herzlich willkommen in unserer Bedürfnisbefriedigungsanlage. Für Händewaschen sagen Sie bitte A. Für den WC-Bereich sagen Sie B. A. Sie haben sich fürs Händewaschen entschieden. Treten Sie ans Lavabo und sagen Sie Wasser. 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 Seife! Ja, ja. Vielen Dank! In dieser Dingsstrasse da bei diesen Dings. Das ist ja ganz in meiner Nähe. Dann treffen wir uns unten im Café Dings. Machen wir. Ich muss nur noch mein Zeug ins Auto packen, gell? Tschüssi. Merci. Bitte. Oh, habe ich mein Auto überhaupt geschlossen? Ja, gut, das ist schon. Ja, ja, nehmen wir es mal an. Ja, so blöd kann ja gar nicht sein, oder?
Ich bin der Hugo. Ich fahre gerne Ski, bin humorvoll und aufgeschlossen. Da habt ihr das Gefühl, ihr seid nicht ganz wach. Ja, aber die Datingpage von meinem Handy hat doch jetzt ganz klar angeschlagen. Kennst du nicht? Mein Handy hat eine integrierte Signalfunktion zum Kennenlernen. Ich habe hier meine Vorlieben und Hobbys drin. Und wenn das korrespondiert mit einer Person, die auch ihre Daten signalisiert, dann zeigt es mir das an. Ja, das ist wie mit den Hunden, wenn sie schmecken. Übrigens, mit dem Handy kannst du auch noch Fernsehen schauen, rasieren oder den Wettersatellit anpiepen. Du musst noch mal auf den Knopf da drücken. Sauwetter 9K. Unglaublich! Und mit dieser Funktion hier? Das ist sehr interessant, aber ich muss jetzt gehen. Ich nehme an, sie dort hat noch da die Sachen signalisiert. Bitte, die hätte vielleicht weiter schnuppern. Salut, Schätzli! Oh, ist es selber doch nicht die gsi. Ja, sag! Das glaube ich ja nicht! Iseli? Oh, Iseli. Das glaubst du nicht, Elvira. Mein Auto ist gestohlen worden. Ich komme da und... Was? Probier's mal mit dem Türöffner. Vielleicht hast du es nicht mehr anders hingestellt. Und so findest du es raus. Ja, sag nichts! Drückst du auf den Türöffner. Und im Schlitten, was ist für Pfasegau vorgesehen? Gib mir einen Rutz. Kampfflugzeug in die Luft. Mobilisierung von Kerntruppen. Was? Donnerwetter! Und wo ist mein Krisenstab? Ich bin sicher, ich habe es hier hingestellt. Und das habe ich auch probiert. Was ist für Phase Rot vorgesehen? Ich glaube, Kampfkoordination mit der NATO. Aha, sehr gut. Adjutant in Schlitti, so bewegen Sie sich doch. Ja, die wie so ein Rutz. Vielleicht ist alles ein Missverständnis und wir sollten mit dem Bundesrat telefonieren. Nötig. Wir handeln streng nach Protokoll. Dorothee? Hey, bist du noch da? Ja, Dorothee. Sag mir, hast du dein Auto wieder? Nein. Und kein Handy mehr und keine Hausschlüssel mehr. Das habe ich alles in den Koffer getan. Dann nimmst du es halt wieder raus. Geht nicht. Ich bringe ihn nicht mehr auf. Das ist aber ganz blöd. Sicher. Sag nichts. Warum denn? Das habe ich heute gekauft. Das ist der neueste Schrei. Er hat ein akustisches Schloss. Du singst dem Koffer ein Lied vor, der programmiert das. Und wenn du das Lied wieder vorsingst, dann geht er automatisch auf. Das ist aber praktisch. Nur weiss ich nicht mehr, welches Lied das ich gesungen habe.
Du singst doch auch bei deinen Mundartlieder. Oh, probier das mal. Was soll ich? Da musst du drin singen. Ein Schwan so weiss wie Schnee, vergessen, was ist geschehen, je auf die Kuh, trage dich ja so weit, weil es keine Grenzen mehr gibt. Ewige Liebe, das wünsch ich dir, ewige Liebe, das wünsch ich mir. Ja. Ich schenke dir mein Herz, mehr hab ich nicht, du kannst es haben, wenn du wünschst, es ist gut und es gibt noch manche, die es nehmen würden, aber dir würde ich es geben. No. Über Gott, der fliege Bremen, die kleine no Bremen, die kleine Bremen. No. Born to be bad. No. Das ist ein Gump, der geht nicht auf. Kann ich bei dir übernachten? Ja, klar. Geht's? Ja, ja. Tipptopp. Was ist denn da los? Ich weiß auch nicht, was da los ist. Jawohl, Herr Bundesrat. Ja, Herr Bundesrat. Es muss jetzt 0, plötzlich aufhören. Ja, Herr Bundesrat. Also, wir haben es verstanden. Es handelt sich hier um einen Fehlalarm. Und die Übung die wird jetzt sofort abgebrochen. Das Problem ist einfach. Ich kann das gar nicht stoppen. Das läuft alles computergestört. Was? Wir führen einen Kampfeinsatz und wissen nicht gegen wen. Ja, solange wir nicht herausfinden, was die Qualle von dem Signal ist, um Phase Rot ausgelöst hat. Ja, dann finden Sie halt raus. Adjutanten Schlötte! Divisionär Rupp! Bringen Sie mich in Sicherheit! Jawohl, Divisionär Rupp! Heute finden wir schon raus. Wer den Karren gestohlen hat, das sagen wir also. So kann es gehen, gell? Ja, es sagt nicht. Was sind wir hier? Wunderbar, da sind sie. Da haben wir es. Schön, 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 schön. Wir sollen trotzdem den Bunker rausholen. Was ist denn das für ein komisches Auto dahin? Hey, der kommt immer näher. Der kommt. Was ist denn mit dem da? Los, komische Sache. Elvira, was ist denn? Das ist es. Aufmachen! Geht nicht! Was? Es geht nicht! Sprengen! Unmöglich, der Sender darf nicht beschädigt werden. Ja ho, alter Schimmel, ja ho.
Unser Weg ist das halbe sowieso. Na, wieso? Ganz gerne. Es steht ein Soldat am Wolgastrand. Na, halt Wache für sein Vaterland. Na, ja, irgendeine Ahnung möchte doch haben, in welche Richtung das Lied geht. Ja, wenn ich mein Auto noch hätte, dort ist es auf der CD das erste Lied. So etwas Fetziges. Good night, sweetheart, well, it's time to go. Good night, sweetheart, well, it's time to go. Good night, sweetheart, well, it's time to go. I hate to leave you, but really must say, so good night, sweetheart, good night. Good night, sweetheart, well, it's time to go. Good night, sweetheart, well, it's time to go. I hate to leave. Good night. You are nothing but a hound dog. No. Crying all the time. I can't get no. No. Satisfaction. Ruhe. Das ist der Song. Dann nehme ich also so dein Auto. Komm! Stabilisieren! Jawohl! Gott sei Dank! Da hatten wir's! Feine Kaffee! So, jetzt erzähl du. Ist ein schöner Tag heute? Ja, so. Zübliche halt. Einkaufen, Telefon erledigen. Mit meiner Schwester habe ich mich getroffen. Ah ja, genau. Und die Welt vor einer Katastrophe gerettet haben wir auch noch. Das ist ja gut, gell? Ja. Ja.